Wow, hey. Servus, say. Hallo. No. Hey now. Fresh aus, say. Yeah, muss sein. Ich heiße Ricardo Rodriguez, ich bin 21 Jahre alt, komme aus der Schweiz, Basel, ursprünglich aus Portugal, muss ich sagen. Portugiesisch. Genau. Und momentan mache ich eine Ausbildung als Erzieher. Super. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen, dich bei DSDS zu melden? Eigentlich wollte ich mich gar nicht bewerben, aber ich habe dann gesehen, Dieter war so im Fernsehen, ja, bewerbt euch beim Hashtag. Und ich dachte mir so, ich kann ja nichts verlieren. Und ja, und jetzt bin ich hier. Und das ist ein gutes Omen, weil ich wollte mich eigentlich auch nicht, bewerben. Eigentlich muss man da stehen, ich will das total, ja, ich würde alles dafür tun. Das ist die richtige Einstellung. Du hast vielleicht Angst gehabt, dich zu bewerben. Nicht, dass er keinen Bock hat. Ich hatte panische Angst beim Bewerben. Du hast dich doch x-mal beworben. Ja, ja, aber ich hatte x-mal Angst gehabt. Ich kann dich schon ein bisschen nachvollziehen, diese Angst ist schon da. Das heißt ja nicht, dass du keinen Bock hast. Ja, komm, man muss da stehen. Du hast da 9 Stunden mit dem Ständer gestanden. Genau. Und der ist immer noch leicht da, seit damals. Okay. Ja. Was singst du? Ich singe Pillow Talk von Zayn Malik. Ja, ist gut. Okay. Boah, der ist sehr schwer zu singen, Pillow Talk, ne? Ja, der sieht ausgesucht. Climb on board, we'll go slow in high tempo, light and dark, hold me hard in the mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure, nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close, not in always, I love to wake up next to you. So we'll be soft the neighborhood. In a place that feels the tears, a place that lose your fears. Yeah, regular behavior, a place that is so pure. So dirty and rough in a better day. Better day, better day. Loving you and fighting up. It's a paradise and it's a war zone. It's a paradise and it's a war zone. Pillow talk, my enemy, my ally. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close, tonight and always. I love to wake up next to you. Okay. Ja, Ricardo, das war echt ziemlich gut. Dankeschön. Hast Power, Druck in der Stimme, auch echt ein tolles Gefühl. Die Stimme klingt modern, alles prima. Aber ein Vorschlag natürlich auch. Ne? Mensch, was du da angezogen hast. Ich meine, du bist ja echt ein hübscher Kerl. Danke. Aber so auf so komische kurze Hosen, wenn man solche Beine hat. Ja. Ich sag mal so, wenn du eine richtig geile Klamotte angezogen hättest, wären die Leute, die wären abgegangen. Und so auf den ersten Blick wirkst du, sag ich mal, wie eine Flasche Bier. Ne? Aber du singst einfach toll und dein Kopf ist ja toll. Du bist ja ein prima Typ. Also wenn du was Geiles anziehen würdest, wäre das ganz anders rübergekommen. Aber mal das alles weg. Wenn ich nur jetzt so deinen Kopf sehe, weißt du, du strahlst was aus, das du willst und du kannst vor allen Dingen auch. Danke. Und deshalb, also ist das richtig klasse. Ja, Ricardo, ich hätte echt was anderes auch angezogen. Ich wäre nicht in Pyjama gekommen, ganz klar. Weil du bist wirklich ein offener und auch hübscher junger Mann. Danke. Und auch deine Bewegung, dein Ausdruck, das passt alles. Wirklich, und du hast einen guten Flow auch und glaube ich auch ein gutes Gefühl für deinen Körper. Also es ist nicht ausgereift, aber ich glaube, wenn man das ausreift und mit der passenden Styling und alles, das kann echt richtig toll wirken auf der Bühne. Dankeschön. Alright. Ja, Ricardo, ich freue mich für dich, ich freue mich für uns und lass dich nicht so von den Äußerlichkeiten treiben. Das ist natürlich eine Bemerkung wert, aber in Wahrheit war ich super glücklich, als du angefangen hast zu singen und habe alles andere vergessen. Vielen Dank dafür. Danke euch. Ricardo, ich schwöre, du bist so ein geiler Kandidat. Danke. Ich feiere dich so krass. Oh nein. Doch, ich feiere dich. Ja, du feierst jeden wirklich? Und ganz krass. Ja, aber muss der ist krass. Gibt es da nicht ein anderes Wort für feiern und krass, Mensch? Ich feiere dich so mal, krass. Ich mal, Ricardo, so krass. Ich liebe Dieter. Ja, aber so. Feier. Guck mal, ja, Dieter, nee, guck mal, du kannst das ja von mich immer. Immer ärgert er mich, immer. Nein, aber da kann man nicht immer sagen zu jedem, feier dich krass. Okay, ich feiere dich sehr. Sehr viel.
Warum? Du hast eine geile Ausstrahlung, du singst geil und ich hatte Sorge bei diesem Song. Du hast rausgehauen, das ist unfassbar. Und genau das brauchen wir hier. Respekt. Danke. Das wären ja viermal ja, da brauchen wir nicht. Danke. Danke dir. Also, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gut gemacht, Ricardo. Pietro feiert dich, wir feiern dich. Bis bald im Recall. Ich fühle mich gerade mega cool. Und auf jeden Fall werde ich an meinem Styling ein bisschen arbeiten und vielleicht von meinem Bruder ein bisschen abgucken. Und ja, ich freue mich schon aufs Recall. Ich finde dich sensationell. Ja, aber das gibt's nicht. Nee, du hast recht. Nein, gibt es irgendeinen anderen Ausdruck, den man so sagt? Ich finde dich. Also außer fresh, krass. Bemerkenswert gut. Ja. Ich finde dich abnormal gut. Ja, zum Beispiel. Abnormal. Alles ist gut, außer krass. Meist eine Wette, ich werde es heute nicht mehr machen. Okay. Oh nein, warte, stopp. Okay, doch. Puffi.